Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Die arcturianische Gruppe. Jeder spürt die neuen Frequenzen und wird von ihnen beeinflusst. Empfangen durch Marilyn Raffaeli, übersetzt von Wolfgang. Liebe Leserinnen und Leser, willkommen zu unseren Botschaften, die euch in diesen Zeiten des Chaos und der Verwirrung Hoffnung, Informationen und Licht bringen sollen. Zweifelt niemals daran, dass alles nach Plan abläuft. Es ist sehr leicht, in Angst und Zweifel zu verfallen, wenn man all das beobachtet, was in dieser Zeit in der Welt vor sich geht. Viele versuchen unaufhörlich, den Status quo aufrechtzuerhalten, während gleichzeitig einige die Präsenz der auftauchenden dichten Energie als Vorwand benutzen, um zu tun, was ihnen gefällt. Alle spüren die einströmende Energie des Lichts und der Ermächtigung, aber die Einzelnen können sie nur entsprechend ihrem Bewusstseinszustand interpretieren. Dualität und Trennung beherrschen die dritte Dimension und manifestieren sich in jedem Aspekt des täglichen Lebens. Der menschliche Verstand sieht und beurteilt die Welt durch das kollektive dreidimensionale Glaubenssystem. Der Wandel macht denjenigen Angst, die sich des Aufstiegsprozesses der Erde nicht bewusst sind. Sie fürchten, dass jede Veränderung dessen, was sie kennen und womit sie sich wohlfühlen, zum Verlust von vielem führen wird, was sie sich hart erarbeitet haben, selbst wenn ihre gegenwärtige Situation schmerzhaft, unbefriedigend und nicht ideal ist. Ein menschlicher Verstand ohne den Input des göttlichen Verstandes ist nur in der Lage, das Leben in Form von Schwarz oder Weiß zu interpretieren, weil er auf dem Glauben an Dualität, Trennung und zwei Mächten basiert. Die Gegensatzpaare werden sich für diejenigen, die Dualität, Trennung und zwei Mächte im Bewusstsein als Wahrheit betrachten, immer nach außen hin manifestieren. Einige mögen lange Zeit den Anschein erwecken, dass alles zu ihren Gunsten ist und sich das Gute der Dualität manifestiert, aber früher oder später wird sich eine Facette der anderen Seite der Dualität manifestieren, weil das Bewusstsein sich immer ausdrückt. Ihr seid die Schöpfer eurer Welt, denn ihr seid Bewusstsein und Bewusstsein ist die Substanz der Form. Es gibt kein nicht manifestiertes Bewusstsein. Was auch immer im Bewusstsein als Wahrheit und Realität festgehalten wird, muss sich ausdrücken, denn das göttliche Bewusstsein drückt sich immer in und als unendliche Form und Vielfalt aus, und ihr seid dasselbe göttliche Bewusstsein. Frage dich, was wähle ich zu erschaffen? Alle alten, überholten und falschen Überzeugungen, die noch im Zellgedächtnis und in der Erde selbst aktiv sind, werden durch die Präsenz der intensiven, hohen Lichtfrequenzen, die jetzt als Teil des Aufstiegsprozesses auf die Erde strömen, entlarvt. Individuen, die mit den aufsteigenden dichten Energien in Einklang stehen, fühlen sich ermächtigt, sie auszuleben, was die Ursache für die scheinbare Zunahme von Kriminalität ist. Andere, die sich dessen bewusst sind, was im Hinblick auf das Auftauchen alter Energien geschieht, nutzen diese Zeiten, um sich davon zu befreien und vorwärts zu gehen. Jeder spürt die neuen Frequenzen und wird von ihnen beeinflusst. Diejenigen, die geistig schlafen und sich des Aufstiegsprozesses nicht bewusst sind, haben körperlich, emotional und geistig mit Problemen zu kämpfen, die sie nie zuvor berührt haben, und fragen sich, warum. Viele werden eine Beratung aufsuchen, Gesundheitsprobleme werden auftauchen, wenn man es am wenigsten erwartet, und einige werden denken, dass sie verrückt werden, weil ihr Denken durcheinander geraten ist. Schuldgefühle, Bedauern, Wut, Depressionen, Selbstverachtung und so weiter kommen bei allen zum Vorschein, denn es gibt nur einen.
Viele haben sich entschieden zu gehen und Covid hat ihnen das ausgegeben, das sie gesucht haben. Viele weitere werden im Laufe der Ereignisse gehen, weil sie sich nicht mit den höheren Frequenzen der aufsteigenden Welt in Einklang bringen können oder wollen. Einige wissen einfach auf einer tieferen Ebene, dass sie die höheren Frequenzen, die in diesem Leben erforderlich sind, nicht erreichen können und wählen zu gehen, um zu einem späteren Zeitpunkt auf einer höher schwingenden Erde zurückzukehren. Wisst, dass die menschliche Todeserfahrung immer eine Wahl ist. Für die meisten ist es keine bewusste Wahl, aber dennoch ist es immer eine freie Willensentscheidung. Wisse, dass es niemals eine Hölle gab und geben kann, wie sie von den Religionen seit Äonen gelehrt wird, hauptsächlich zum Zweck der Kontrolle der Anhänger. Das göttliche Bewusstsein ist sich nur seiner selbst bewusst, weil es alles ist, was es gibt, und kennt daher keine Illusion von Schmerz und Leid oder gar Bestrafung. Wenn diese Konzepte im und vom göttlichen Bewusstsein wären, würden sie für immer vom göttlichen Gesetz festgehalten werden und niemand könnte sich jemals darüber erheben, sie ändern oder entfernen. Wenn eine Person jedoch in einem Bewusstseinszustand stirbt, der mit Vorstellungen von Hölle und Strafe gefüllt ist, kann sie sehr wohl ihre Schöpfungen erleben, bis sie in der Lage ist, diese Illusion zu durchschauen. Es gibt immer Wesen des Lichts und Führer, die bereit sind, jeder einzelnen Seele in der Sekunde zu helfen, in der sie auf irgendeine Weise um Hilfe bittet. Niemand ist oder kann jemals verloren sein, denn nichts existiert außer dem göttlichen Bewusstsein. Die gegenwärtigen Zeiten sind nichts für schwache Nerven, aber verliert niemals die Tatsache aus den Augen, dass ihr euch entschieden habt, zu dieser Zeit auf der Erde zu sein und dass ihr euch für eure Inkarnation völlig bewusst wart, was dies mit sich bringen würde. Die zunehmende Präsenz hochfrequenter Lichtenergie und die Tatsache, dass die Menschen spirituell aufwachen, führt dazu, dass viele Überzeugungen, Traditionen, gesellschaftliche Regeln und Gesetze zerbröckeln und sich in ihr eigenes Nichts auflösen. Denn alles, was sie geformt und aufrechterhalten hat, ist der Glaube an sie. Die meisten Dinge werdet ihr mit Freude verändern oder verschwinden sehen, aber ein paar Dinge, die ihr genossen habt, können auch wegfallen. Vergesst nie, dass alles Wirkliche sich niemals auflöst oder dauerhaft verschwindet, denn die Wirklichkeit wird durch das göttliche Gesetz unendlich an ihrem Platz gehalten. Einige Dinge, die ihr geliebt habt und über deren Weggang ihr vielleicht traurig seid, werden in neuen und besseren Formen wieder auftauchen. Viele von euch stellen zum Beispiel fest, dass ihr mit Menschen, denen ihr euch einst sehr nahe fühltet, nichts mehr gemeinsam zu haben scheint. Manche Unterhaltungsangebote, Fernsehsendungen, Bücher und so weiter erregen nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit wie früher oder sie sind langweilig und uninteressant geworden. Eure Lieblingsspeisen schmecken euch vielleicht nicht mehr oder scheinen euch nicht mehr zu schmecken. Ihr braucht nicht mehr so viel materielle Nahrung, weil ihr euch spirituell weiterentwickelt und mehr mit Energie versorgt werdet. Diese Erfahrungen finden statt, weil ihr euch weiterentwickelt habt und energetisch nicht mehr mit vielen Dingen übereinstimmt, die bisher einen großen Teil eures Lebens ausmachten. Da Liebe und Freundschaft spirituelle Realitäten sind, Einheit, werden neue und befriedigende Beziehungen auf allen Ebenen wieder auftauchen, wenn das für euch Vollständigkeit bedeuten würde. Vollständigkeit mag für manche darin bestehen, allein zu leben. Da das göttliche Bewusstsein sich selbst erhält und aufrecht erhält, kann das, was ihr braucht oder was euch glücklich macht, gar nicht anders, als sich in eurer Erfahrung zu manifestieren, sobald diese Wahrheit euer erreichtes Zustandsbewusstsein wird. Neue Aktivitäten, weniger dichtes Essen, Freunde und so weiter werden sich zu manifestieren beginnen, wenn ihr in der Lage seid, eure alten Konzepte und Überzeugungen loszulassen. Vertraut und lasst den Prozess zu, ihr Lieben, sowohl im Inneren als auch im Äußeren.
Vertraut darauf, dass es einen göttlichen Plan gibt, der sich entfaltet und nicht durch menschliches Denken oder Handeln aufgehalten oder verzögert werden kann. Eins mit Gott ist eine Mehrheit. Viele von euch stellen fest, dass ihr es vorzieht, in dieser Zeit ruhig zu bleiben und euch vom Trubel der äußeren Welt fernzuhalten, und das ist gut so. Andere von euch werden vielleicht dazu angeleitet, in irgendeiner Form aktiv zu werden, und auch das ist in Ordnung, solange ihr eurer Intuition vertraut und euch von ihr leiten lasst. Vieles geschieht in der äußeren Welt und wird noch eine Weile weiter geschehen. Eure Aufgabe als Lichtarbeiter ist es, das Licht zu jeder Zeit und in allen Situationen zu halten, in dem Wissen, dass euer vom Licht durchdrungenes Bewusstsein mit euch ist, wo immer ihr hingeht. Einige in eurer Umgebung werden dieses Licht spüren und sich davon angezogen fühlen, während andere es vielleicht spüren und sich davon abgestoßen fühlen, aber das ist nicht eure Sache. Die Reise eines jeden ist seine eigene persönliche Reise, und es liegt niemals in der Verantwortung eines anderen, ihn zu heilen, zu verändern, zu reparieren oder zu retten, es sei denn, er streckt die Hand aus. Versucht niemals, das Denken eines anderen zu ändern, denn im Gegensatz zu dem, was viele glauben, ist dies keine spirituelle Arbeit, sondern eher der Ausdruck eines Glaubens an Trennung, dass manche Menschen nicht eins mit der Quelle sind und von euch aufgeklärt werden müssen. Die Person, die ihr aufzuklären versucht, kann in Wirklichkeit sehr weit entwickelt sein und eine gewählte Lebensweise, Lektion, Erfahrung machen. Achtet die freie Willensentscheidung aller, es sei denn, ihr werdet um Führung oder Informationen gebeten. Dann könnt ihr ihnen liebevoll sagen, was ihr wisst oder beobachtet. Da ihr, die ihr mit diesen Botschaften in Resonanz geht, spirituell wach und bewusst seid, besteht eure Arbeit an diesem Punkt einfach darin, die Göttlichkeit jedes Menschen und jeder Lebensform anzuerkennen, die ihr seht, mit der ihr interagiert, von der ihr lest oder über die ihr nachdenkt. Die meisten von euch haben sich bereits über das Gefühl hinaus entwickelt, andere in Ordnung bringen zu müssen, weil ihr wisst, dass in Wirklichkeit jeder bereits vollkommen eins mit der Quelle ist und ihr nicht mehr nach Äußerlichkeiten urteilt. Der Wandel kommt über die Welt, ihr Lieben. Er kommt nicht, er ist da. Ihr werdet Zeuge der Auflösung vieler Überzeugungen innerhalb eurer gegenwärtigen Systeme von Bildung, Wissenschaft, Medizin, Recht, Religion und so weiter. Konzepte und Überzeugungen, die als hohe intellektuelle Wahrheit akzeptiert wurden. Dies wird zu einem Aufschrei und Widerstand seitens der intellektuellen Gemeinschaften führen, die glauben, dass die gegenwärtigen Fakten und Informationen die höchste Realität darstellen. Tretet zurück und beobachtet die Welt von dem sicheren und geschützten Ort des Lichtes in eurem Herzen aus, in dem Wissen, dass nichts euch weniger zu dem machen kann, wer und was ihr bereits göttlich seid. Seid das Licht, seht das Licht und lebt das Licht, denn ihr seid das Licht. Wir sind die Arcturianische Gruppe. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.